So, Tag schön, ihr Lieben. Den einen Tag hatte ich ja ein Video gemacht, wo ich gesehen habe, dass meine Haare schief sind hinten. Und dann hat mir eine liebe Zuschauerin über Insta geschrieben, wie ich es doch machen könnte, dass es wohl ganz gut klappt, wenn man sich die Spitzen gerne selbst schneiden möchte, ne? Oh, hier ist noch eine Spange. So, was hat sie gesagt? Ich zeige euch mal die wunderschöne Anleitung rein. Bin fast vom Stuhl geflogen, weil ich es zuerst nicht gecheckt habe, wie sie es meinte. Ich dachte nämlich, es gibt eine Methode, wo man den Kopf runter macht und dann Gummi für Gummi so. Kopfüber dann zusammen macht und die Spitzen abschneidet, aber ich glaube, das gilt dann für einen Stufenschnitt. Und sie hat mir daraufhin, weil ich das nicht verstanden habe über Text, die Anleitung geschickt. Natürlich erstmal die Haare alle durchkämmen, abteilen und hinter die Ohren machen zu einem Bart. Wollte ich schon immer tragen. Dann machen wir das mal. Ich habe leider keine andere Stelle gefunden, um euch das zu zeigen. Das sieht ja bekloppt aus. Ich hoffe, ich mache das so richtig. Moment. Man weiß sich ja zu helfen, ne? Und jetzt soll ich das. Moment. Hier ist doch irgendwas locker, ne? Muss man ja auch gerade machen. Weil. Ich finde es nicht so schlimm, selbst wenn ich was verhaue. Mein Gott, das sind Haare. Die wachsen wieder nach. Ich habe jetzt nicht mal dieses Bild vor mir. Aber ich glaube, so war das, ne? Ich musste nämlich noch so lachen, weil sie geschrieben hat, zum Bart oder irgendwie nach vorne zusammenbinden. So, ich gucke noch mal hier rein. So straff strangulieren. Und jetzt. Auch immer schön abstandsmäßig hier ein Bondage der neuen Art. Einen Gummi hier wieder rein und schön aufpassen, dass es wirklich straff bleibt. Vor allen Dingen, ich weiß ja noch gar nicht, ob es klappt. So. Und so sieht jetzt mein, ja, ihr seht ja, das kann hier weg. Ich stelle mich mal ein bisschen auf die Zehenspitzen. Ach, bei mir reicht das auch schon hier. Ich werde das jetzt nicht so. Natürlich für die Genauigkeit, umso mehr Gummis, desto besser. Für mich war es jetzt wichtig, dass hier wirklich diese Fusseln verschwinden. Und im besten Fall sage ich euch gleich eine Haarschere, ne? Boah, ich habe das aber auch schön, fe schön festgebunden. Ich nehme jetzt diese, das ist die schärfste, die ich im Haushalt habe. Und halte das so straff und schnipp wirklich einmal so gerade weg. Also das ist für das, was ich jetzt abgeschnitten habe, ist nicht viel, aber es nervte mich extrem. So, und dann macht man das wohl alles wieder auf. Ich lache jetzt schon. So ein Unterschied. Ah ja. Ich kämme sie mal noch mal durch. Also vorne rum waren sie auf jeden Fall gerade, ne? Ich weiß, dass ich an den Seiten ein bisschen kürzere Haare habe. Das wird es wahrscheinlich dann hier sein, was ich hier so sehe. Aber wenn Kili sagt, die sind gerade. Ja. Danke für den Tipp. Hat auf jeden Fall geholfen. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Also, wenn es auch so ein bisschen trocken ist, nehme ich ganz gerne einfach so eine Creme und verteile mir die in die Spitzen. Haben wir schon in den 90ern gemacht.
Da gab es dann auch mal, glaube ich, in der Bravo so einen Tipp, dass man sich mit Nivea-Creme, also ich hatte Nivea, die Haare eincremen kann, unten zumindest die Spitzen, dass es dann auch noch mal gesünder aussieht und nicht so strohig oder aufgeladen. Ja, das habe ich in der Zeit auch immer sehr oft gemacht. Außerdem duften die dann auch schön. Muss man dann auch noch mal durchkämmen. Aber dann sind die jetzt nicht so aufgeladen. Also ich sage es nochmal beachten. Ich hatte jetzt auch den ganzen Tag einen Knödel im Haar, einfach so zum Dutt zusammengeknödelt. Aber wenn man die... Alles gut, Kili? Kilian? Natürlich könnte man wahrscheinlich ein bisschen mehr wegmachen. Aber jetzt so zur Probe. Finde ich das ganz gut. Minka Pinka. Dankeschön. Echt cool. Werde ich mir definitiv merken. Wenn ich es nach vorne hole, ist es ja gerade. Wenn ich jetzt hier nicht so die ganze Zeit rumfummeln würde, ne? Also diese Blickdichte ist schon gerade. Es liegt jetzt wirklich an meinen Haaren, weil die sehr gepuffert sind. Aber wenn die geglättet sind oder frisch gewaschen, dann ist das hier wirklich eine Einheit. Ja, freue ich mich, dass es geklappt hat. Danke dir auf jeden Fall. Finde ich super lieb, wenn Zuschauer dann auch so wertvolle Tipps weitergeben. Denn ich hätte mir wahrscheinlich einen Stufenschnitt reingeknallt, weil ich das dann so, wie ich es mal gesehen habe, dann macht man wohl hier diesen Gummi rein und dann geht man teilweise so mit den Gummis im Abstand und dann schneidet man. Und das wäre, glaube ich, dieser Stufenschnitt, wenn man kopfüber alles straff bindet und hier unten schneidet. Ja, wenn ihr Bock habt, noch dran zu bleiben, dann folgt jetzt das kleine Überraschungspäckchen. Ein bisschen Spaßszene mit Luis ist da auch noch bei, weil der mich da schon wieder voll auf Trab gehalten hat. Und ansonsten, wenn nicht, danke fürs Zugucken, beim Ausprobieren, viel Spaß. Ich hafte für nichts, wenn was schief geht. Aber ihr habt ja gesehen, das ging eigentlich ganz gut. Guck mal. Danke, Maus. Wechselt mein Bein. Aber Rockabella, du hast ja eine Meise. Ey, drei Packungen Teelichter, sage ich schon. Teebeutel. Hat sie wahrscheinlich so reingepackt, weil die Packungen zu hoch werden für die Packung. Das ist ja so eine süße Flachpackung. Danke, ey, da kann ich ja wieder einen wegschlürfen abends. Ihr wisst ja, ich trinke ja wie so eine kleine heimische Omi immer so abends meine Teekanne. Also wirklich, mach mir immer die Thermoskanne voll. Italienische Süßkirsche hat sie eine Packung drin. Dann italienische Limone, die schmecken auch. Also ich kenne davon alle Sorten. Und schwedische Blaubeere. Ich bin inzwischen so weit, hätte ich auch mal früher auf die Idee kommen können, die Teebeutel zu mixen. Also ich mache manchmal einen Pfirsich und einen Limone. Limone? Ja, richtig. Dachte, habe schon wieder einen Quatschfehler. Oder dann eben Blaubeere mit Kirsche. Probiert das mal, wenn ihr das nicht schon längst macht. War nur so ein Tipp von mir, weil manchmal nimmt man ja wirklich nur eine Packung und denkt gar nicht daran, dass man hier so eine Dinger kreuzen kann und ein schönes anderes Aroma hat, ne? Also danke, Maus. Du hast da echt eine Klatsche weg. Drei Packungen Teebeutel. So. Na? Freundchen Keule. Brauchst gar nicht so komisch gucken. Ich hatte wirklich Schiss. Der hat so komisch auf einmal sein Bein so hochgezogen, dass ich dachte so, ich habe richtig laut so, der sieht immer noch aus wie eine Hyäne. Seht ihr das? Eine Runde Mitleid, bitte. Ach, hier ist noch vom Aufreißen. Eine Runde Mitleid, bitte. Niesen Sie. Kannst du die Rolle noch? Wie geht die Rolle? Wie geht die Rolle? Wie geht die Rolle? Mach mal deine Rolle. Ach, er kommt hier nicht rum, weil ich hier sitze. Mach mal die Rolle. Manchmal denke ich, da ist eine Katze drin. Sag mal, spinnst du? Oder so.
Ey, hallo, was ist mit dir los? Bist du jetzt wirklich eine Katze oder was? Hast du einen Knall? Was geht mit dir ab? Ja. Mach mal eine Rolle. Mach mal eine Rolle. Ey, der hat voll den Stänkertrip die ganze Zeit. Muss ich wegen dir schon dieses Video hier ausmachen? Mach mal Platz. Wieder zur Tür start. Mach mal Platz. So ist fein. Und wie geht jetzt deine Rolle? Kannst du dich wenigstens zur Seite kurz schmeißen? Wie geht die Rolle? Mach mal eine Rolle. Mach mal die Rolle. Ja, war schon zu viel, ne? Des Guten. Ne, ich glaube, der hat keinen Bock mehr. So, der Kampfhund kommt jetzt wieder raus. Ja, hast du gemerkt, wollte ich aufstehen, ne? Ey, sag mal, irgendwie, was haben Sie heute für ein Problem? Teilen Sie mir es mit oder meinst du, es geht heute noch?